Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Nachbarsbauern, zwei Ahnungslose voller Tatendrang. Und unser Tatendrang kann man hier sehen. Schaut her, der Gacki hat hier voller Inbunds diesen Anhänger beladen. Ich finde, das sieht hervorragend aus, denn wir haben zwei Missionen. Aber bevor es jetzt hier weitergeht, erstmal hallo Gacki, schön, dass du da hallo. Bist. Hallo, ja, jetzt kann ich dich ja mal umschmeißen. Nö. Nö, schaffst du alleine, oder wie meinst du? Nee, ich bin viel zu schnell für dich. Aber warte mal, hier. Ja, Kaki. So. Guck mal, perfekt, ich brauche gar kein Gas geben. Lass mich einfach mitziehen. So macht man das. Warte mal, jetzt muss ich mal was testen. Ah, nicht. Na gut, wenn ich den Motor ausmache, dann bremst er zu stark. Schade. Ach Gott sei Dank. Ich dachte, ich kann Benzin sparen. Ja. So, wir geben jetzt mal schnell die erste Mission ab und dann gehen wir zur zweiten Holzverlademission. Kann man nämlich schön abkassieren, kriegen wir so knapp 15.000 Euro für die zwei Missionen. Und mit unserem Verkauf, da grüßt er schon fast die Papierfabrik. Boah. Das Ding, was ich nur sehe, Gaggi, weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, die Papierfabrik schon zu kaufen. Ich glaube eher nicht. Wir sollten eher in Forstmulcher und eine Setzmaschine investieren. Ich glaube, hier geht es zum Sägewerk über, oder? Oder die nächste erst. Keine Ahnung. War der Shop? Sägewerk war doch hier irgendwo. Ich war unterhalb von der Achterbahn längs. Ich glaube, das war da irgendwo. Das war ja relativ am Wasser unten, meine ich. Ach, da drüben, ich sehe es schon, aber wo ist die Einfahrt? Also hier ist die Zugeinfahrt. Hi. Hervorragend. Und dann hier einfach hin. Okay, und dann? Warte mal vielleicht, bis ich da bin, dass ich das auch mitbekomme. Zu spät. Ciao, Kaki, danke. Oh. Wo bleibst du denn? Ja, bin da. So. Wow, wir haben 20 Euro. 20 Euro. Ja, wir sind reich. 20 Euro für verkauftes Holz. Ja, ist ja hervorragend. Hä, wie sieht's jetzt aus? Motor starten? So, dann, warte mal, vorwärts fahren bitte. Du kennst den Weg, hoffe ich mal. Nein. Das ist gut. Ich folge dir. Sehr gut. Es wird hervorragend. Ich würde mal sagen, wir fahren da lang. Ich hab so im Urin, weißt du, dass wir da hochfahren müssen. Also vielleicht auch für die YouTube-Zuschauer noch ganz kurz. Wir hatten ja letzte Folge so die Probleme mit den teilweise sichtbaren, teilweise nicht sichtbaren Paletten. Wir haben jetzt da zwei Mods rausgeschmissen und das Problem ist immer noch da. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie noch an was anderem liegt. Okay, das war ein bisschen holperig gerade. Müssen wir mal gucken, wie das, ob es da irgendwie eine Lösung gibt. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir müssen irgendwo hoch, aber da gibt es doch gar keinen Weg. Oder hätten wir da in der Mitte hochfahren müssen, aber wir könnten über die Bahnschienen fahren? Ich glaube nicht. Ich guck mal, ob wir. Ja, gut, kann man machen. Ist vielleicht nicht der schlauste Weg, aber kann man machen. Sehen wir wenigstens mal was von der Welt hier.
Na schön. Naja. So. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo du jetzt bist. Also, ich bin nicht rechts hoch. Abgebogen. Ja, ich versuche das immer auf der Karte nachzuverfolgen. Du bist halt doch ein Ticken schneller. Ja, und ich hab die Ideallinie genommen durch die Kurve. Achso. Ah, guck mal, hallo Auto. Da oben sehe ich dich. Hier geht's ganz schön steil nach oben. Ja. So, wir kreisen unser Ziel ein, würde ich sagen. Das macht's einfacher. Das ist gut. Hier geht's wieder ein bisschen bergunter. Was ist denn hier? Aus? Okay. This will drive you crazy. Da bin ich überzeugt davon. Oh ja, bergab. Oh ja, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bremst! Ui. So, und da drüben. Die Frage ist. Geradeaus? Nicht? Vorwärts? Auch? Nee, ich glaube, wir fahren. Wird der uns hier hin, sag mal? Ich würde sagen, wir biegen mal hier ab. Und dann. Ah, da vorne ist er. Ja, dann fahren wir mal den speziellen Weg. Juhu. Aber die Feldwege sehen hier schon echt gut aus, ne? Alter. Ja. So, schauen wir mal. Feldweg Action mit 60. So, Steilkurve da vorne. Nicht Steilkurve, sondern Haarnadelkurve. Sie? Ne, hier ist das, glaube ich, nicht mit dieser einen Brücke, die es hier gibt. Diese eine Brücke? Hier gibt es nur eine Brücke? Nein, ich habe in einem YouTube-Video gesehen, da gibt es immer so eine. Sie sieht nicht sehr stabil aus, sagen wir mal. So. Wir müssen hier irgendwo mal ein wenig. Ja. Okay. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Ich meine, es war nicht der schlauste Weg, den wir hätten fahren können, aber ein sehr schöner Weg. Ja. Ach ja, da vorne liegt es ja schon. Hervorragend. Oh, hier gibt es auch ganz viele Mammutbäume. Schau mal, Platz hier verladen haben. Dann, das hier, das ist ja hier super schick. Warum haben wir das heute, das Landstück von Anfang? Keine Ahnung. So, ich geh mal hier Bäume fällen. Bist du so ein, du bist so einer. Hab ich's mir doch gedacht. So, mal. Da oben hab ich doch was Kaputtes gesehen. Schau mal. Bist du auch einer von diesenjenigen, die gefällt werden wollen? Ah. So. Bodennaher Pflegeschnitt. Da sind so viele Bäume im Weg. Was? Das ist doch voll viel Freifläche. Ja, das mit der Kamera ist gerade ein bisschen. So. Er hier will aufgefällt werden. Bleib bloß liegen. Ja, der Kaki macht es schon, würde ich sagen. Er ist ja Profi beim Verladen. Hat es besser wie ich. So. Hier. Dann. Ja, gut.
sieht jetzt ja nicht sonderlich gut aus, was der Max da geht, aber... Sie müssen nur drauf. Es muss nicht schön aussehen, sie müssen nur draufpassen. Und das sind weniger wie vorhin, also... Sind die Chancen gut, dass du es schaffst? Ich habe es vorhin auch geschafft. Mit 15, dann werde ich doch 11 jetzt auch hier drauf bekommen. Ja, wegen 15 Bäume, da fange ich gar nicht erst stapeln an. So. Oh. Da unten gehört bestimmt auch dazu, oder? Ja, da sehe ich doch schon die Auslunzen. Du Lumpatz. So. Er hier nicht, ne? Ja, noch irgendeinen so einen kleinen. Was mit ihm hier? Du siehst mir auch ganz schön verdächtig aus. Jawohl. So. Baum fällt übrigens, falls jemand keinen Schutzhelm auf hat. Schade. Oh, ist der jetzt? Okay, gut, ja. Den holen wir als letzten dann. Was machst du da, Gaki? Nix, alles gut. Das hört sich jetzt nicht so überzeugend an, muss ich sagen. Es könnte eventuell sein, dass einer über den Anhänger geflogen ist. Eventuell? Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur eventuell ist. So, den. So. Noch so hübsch das rumstehen. Aha, hier. Rampa Zampa mit der Kettensäge. Oh, oh. Da vorne haben wir doch schon wieder so einen. Oh, dann nehmen wir den da noch. 47. Ich habe erst 47%. Alter Schwede, wie viele Bäume muss ich denn hier fällen? Oder? Auch noch dazu? Nee, du. So, da vorne ist noch eine. Ja, dann holen wir den einen da noch. Ist zum Glück nicht so weit weggerollt. So. Okay, so. Ach, guck, da hat sich ein versteckt. Abbiegs mir noch. So. Ist alles nicht ganz so tot. Da drüben haben wir noch zwei. Zählst du noch dazu? Nope. Aber er hier. So, man darf nämlich keine nicht markierten Bäume fällen. Das gibt Strafe. Haben wir gelernt. Ja. Feuer, würde ich sagen. Feuer haben wir das gelernt. Ja. Mal gucken, dann fahren wir da runter. So, jetzt sind noch Bäume, die Todmission 73%. Okay, also, ja, schau mal hier, er hier. So, du bist schon. Bist du nicht umgefallen? Was? Das ist natürlich wild. Oh ja.
Hallo Bambi? Bambi, weißt du, wo hier noch so ein paar tote Bäume stehen? Ich hätte hier noch ein bisschen was zum... Hier, das ist den, den ich gerade schon angeguckt habe, ja. Keine Markierung mehr. Wenn ich den nochmal säge, dann kriege ich eine Strafe. Passen das nicht an. So, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Oh, was ist mit hier? Du bist markiert, oh, oder? Gott, Gott. Jawohl. Gott, 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 Gott. So. Abgesägt, aber... Oh, hier. Da nochmal zwei Stück gleich. Hervorragend. Das müssten die letzten gewesen sein. Hier war ich schon mal. 84%. Immer noch nicht. Wie viel haben wir denn schon? Noch zwei Bäume muss ich noch machen. Noch zwei. Oh, da, dann such mal schön. Es waren aber echt viele. Ich meine, gut, wir haben auch drei, wir kriegen auch 3000 für die Mission. Oh. 2800 ist schon unordentlich. Aber er hier zählt nicht mehr, oder? Doch, er ja auch. Okay. Zack. Und jetzt noch einen. Der da unten. Der sieht, der ist es. Ich, das sehe ich doch schon an seiner Baumspitze. Na. Das habe ich, als ob ich es gewusst hätte hier. So. Zack. Armer abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut. Dann gucke ich mal, der Fendt muss ja eigentlich... Aber ganz schön Hanglage hier. Ja. So, dann können wir gleich die ganzen Missionen abgeben. Dann haben wir so ja, knapp 20.000. Dann sind wir ja schon an die 100.000 dann, Kaki. Ja. Wow. Also wow. Ist wirklich die Überlegung, ob man sich da nicht eher noch ein Waldgrundstück holt. In der Hoffnung, dass es dann, dass wir dann vielleicht nur einen neuen Kredit aufnehmen können. Oder eben erstmal in Setzmaschine und den Mulcher investieren. Gibt es jetzt hier überhaupt eine Einfahrt? Ich glaube, ich hätte da reinfahren sollen. Oder ich nehme die hier. Guck mal, hier ist ich habe die Eisenbahn-Einfahrt genommen. Ich bin über die Schienen reingefahren. Also, ich... Okay, die Einfahrt, die ich hier nehme, ist nicht so gut, glaube ich. Weil ich guckst auf der falschen Seite aus. Ja, weil ich nicht über die... Gut, da muss ich jetzt mit Anlauf hier über die Schienen fahren. So, wo bin hoffen, ich dass kein Zug kommt. Was ist das da? Ach, das ist die Papierfabrik, oder? Ist das die Papierfabrik? Ich muss noch kurz... Ja, irgendwo, da, wenn man so hoch über der Brücke fährt, ja. So, hat es gerade so ein bisschen gedampft. 14 Euro! Yay! Das ist die Papierfabrik da unten. Das ist, sieht ja gut. So. Das heißt, wenn ich bei der Papierfabrik bin, soll ich dann hier runterfahren, um zur Waldgrundstelle? Nee, also komme ich. Immer der Straße nach, dann kommst du irgendwann auf diese Straße, die vom Shop zum Sägewerk kommt. Da bin ich dann eben auch runtergefahren. Dann tun wir das. Ist hier ein guter Parkplatz. Das ist natürlich. Oh.
Ja, Gacki, ich weiß auch nicht. Was kostet uns die Setzmaschine? Die Setzmaschine weiß ich nicht. Der Mulcher war ja 24. Ja. Die Setzmaschine vermutlich auch irgendwie so. Und dann halt noch die Baumpaletten dazu. Ja. Aber. Achso, warte mal. Hier muss ich hin, oder? Ist hier unser Waldstück? Ah ja, da vorne steht die Bergwacht. Ja, die Setzmaschine kostet 26.000. Ey, gut, Kacki, ich glaube, wir diskutieren das mal eben in der Pause aus. Also in der zwischen den Folgen. Und ach ja, hier liegt ja noch ein bisschen Holz. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder oder so. Und außer ihr kommt live auf Twitch vorbei, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, tschüss. Jo, auch von mir, macht's gut, lasst ein Däumchen da, gern auch einen Kommentar und bis dann.